Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope in Birka. Ist das nicht was Schönes? Ich würde sagen, wir steppen direkt, ohne groß nachzudenken, hier runter. Wir wollen nämlich wissen, was uns da erwartet. Beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass der Tentakel da unten in so einem Labyrinth ist, aber das war nur eine Metapher und keine Ahnung, was uns da unten jetzt eigentlich genau erwartet. Wir werden es sehen. Geld! Da startet man doch gerne runter. Dann geht es hier runter. So, du verkaufst was. Ganz ehrlich, so viel ich weiß, haben wir tatsächlich ziemlich viel. Wir könnten mal ins Inventar reinschauen. Oh, wir haben auch wieder ein paar Bubbles, was wichtig ist. Da können wir doch gleich mal ein bisschen gucken, was wir hier Spannendes kaufen können. Bei Bowser tatsächlich nichts. Also nichts Sinnvolles. Den glaube ich. Bisschen mehr Schaden bei der Landung. Why denn auch noch? Rappen. Falsche Taste, es tut mir leid. Rabbit Rosalina hat 4 Bubbles. Da muss man jetzt aber ordentlich was getten. Die hat schon fast. Die hat schon 3000 Leben. 3200 irgendwas. Also, ich glaube, Leben haben wir damit auch genug. Weg. Von Laterie befallen die Gegner allein 30% mehr. Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer erhöhen. Auf jeden Fall. Rosalina macht ja so krass mit ihrer Waffe. Dann lass uns noch den Dash-Radius 1 erhöhen, bitte. Und den Rasereischaden. Ja, nicht um 2. 1 wird mir reichen. Den letzten Punkt ballern wir hier rein. In die Reichweite von Trägheit. Warum nicht? Und Rebella hat auch noch 3 Punkte, die wir gut verbraten können. Das tun wir auch. Die Reichweite von der Waffe erhöhen wäre strong. Stimmt, wir wollten in die Sparks gehen. Beim ersten Zug kann ein Spark 25% ein Item verstecken. Nach dem Einsatz hat er die Chance, den Cooldown zu überspringen. Das da oben will ich, gell? Einen neuen Aktionspunkt. Ja, dann sparen wir da doch gleich nochmal drauf. Mario und die anderen, die mache ich immer alle wann anders, weil die benutzen wir nicht. Items, damit ihr einen Überblick habt. Wir haben genug von allem. Ich habe nicht mal alles davon gekauft. Vieles bekommt man, wenn man einfach kämpft. Deswegen, ja. Ist halt so. Tschüss, Rabattbot. Wir sehen uns. On the other side, habe ich gehört. Hier ist doch safe eine unsichtbare Brücke. Ja, 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 ja. Der Smarte. Okay, wir müssen erstmal den Guy besiegen. Ehe wir hier weiter können. Und das tun wir jetzt auch. Scheinbar nicht. Jetzt. Alles nicht so aus. Oh, oh, oh. Moin. Was geht? Das ist eine unsichtbare Leiter. Ja. Die hat man von der Seite gesehen, weil da die Coins waren. Ah, und hier ist auch die Dings. Ja. Oh, nee. Wir müssen die von hier sogar schon throwen. Wobei das, glaube ich, sogar von hier einfacher ist. Boom. Oh, jetzt können wir ja abkürzen hier. Dann nehmen wir doch das hier mal. Ah, doch, das gehört jetzt nach da oben, gell? Erinnere ich mich schon richtig. Ich habe kein gutes Erinnerungsvermögen, Leute. Es tut mir leid. Ja. Plage das mal hier rein. Wundervoll. Haha. Muss zum Psycho. So, habe ich heute wieder. Warum nehme ich die Leiter? Habe ich heute wieder spannende Sachen zu erzählen? Ja, ich habe ja das letzte Mal, in der letzten Folge, von meinem Prozessor erzählt. Tatsächlich hat der Prozessor andere Maße. Der ist rechteckig, weswegen auch ein neues Mainboard fällig war. Das Mainboard ist sehr strong. Sieht auf jeden Fall krass aus. Leuchtet. Hat jetzt 2 PCI-Express-Slots. Also ich kann einmal meine Grafikkarte reinstecken und einmal meine Capture-Card, was halt wichtig ist. Genau. Dann würde ich sagen, laufen wir auch schon direkt. Hier brauchen wir einen Würfel. Ich wollte Quader und Viereck sagen. Was beides nicht falsch wäre, aber falsch wäre. Deswegen korrigiere ich mich da nochmal. Gibt's eine Röhre? Sass! Führt mich das Ganze denn hin? Guckt mal. Wie cool. Sogar richtig, im Kopf habe ich auch nicht viel. Deswegen könnt ihr da ja auch durch. Egal, machen wir weiter. Was ist denn das? Oh, wieder so eine. Ach komm, den machen wir. Darauf habe ich jetzt Lust. Endlich!
Endlich, ihr seid da! Bei diesem letzten Rätsel sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hm? Seht euch um! Die Symbole, die Podeste, seht all die seltsamen Dinge mit der Uhr auf dem Boden, die irgendwie so zusammengehören? Selbst ohne Zeiger ist sie wunderschön. Und nun zum Rätsel, hört gut zu. Der Tag erwachte, bei der Waldesstimme klang, die Stille zerriss, als der See seine Weise sang. Oder was? Am Abend kam der rote Dieb, seine Beute zu jagen. Denn laut knurrte ihm der Magen. Die Nacht eilte herbei und mit ihm der Wächter. Er hütet den Wald, denn ich schlafe schlechter. Schlaflieder wurden lange genutzt, um Wissen weiterzugeben. Könnt ihr meiner ruhelosen Seele Frieden schenken, indem ihr das Rätsel von Prima Paletti löst? Aber natürlich. So, du bist der Fuchs. Du jagst, wenn die Nacht anbricht. Ja, den Rest habe ich schon wieder vergessen. Hier doch. Kikeriki, wenn der Tag anbricht. Das müsste dann ja... Keine Ahnung, ich glaube hier sein. Wir hören uns das nochmal an. Ja? Abend kam der rote Dieb, genau. Die Nacht eilte herbei, um... Er hütet den Wald, doch ich schlafe. Ah, die Eule, weil nachtaktiv. Keine Eule. Auch nicht. Das ist die See. Das ist die See. Du bist ein Hamster. Sowas. Nee, die Nacht eilte herbei. Warte mal. Das heißt ja... Oh, die Symbole haben vielleicht auch was zu bedeuten. Das hier ist sie. Das hier könnte auch dunkler Mond sein. Hier, das ist Sonnenaufgang. Das ist Sonnenaufgang, ganz eindeutig. So, 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 so. Das soll nur so eine halbe Sonne darstellen. Das ist hier. Und dann kommt... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist, aber das nehme ich jetzt. Das könnte eine Eule sein, die halt schlechter schläft. Aber müsste die dann nicht in der... Warte, warte, wir hören nochmal. Der Tag erwacht. Der See seine Weise sein. Ja. Am Abend kam der rote Dieb. Die Nacht eilte herbei und mit ihr der Wächter. Nein, das wollte ich nicht. Du bist die Eule, die eigentlich dahin gehört, weil ich ein bisschen blind bin. So, so, so. Und du kommst dahin. Du bist das mit der See. Genau. Der smarte Boy, Leute. Der smarte. Merkt euch die Reihenfolge. Dann wisst ihr, wie ihr es machen müsst. So, was kennen wir denn? Ich hoffe, also auf jeden Fall so eine Kugel. Und einen Sterntrank. Ja, warum denn nicht? Ah. Okay. Steppen wir direkt mal zurück. Wenn ich mich richtig entsinne, dann fehlt uns doch noch ein kleines Teilchen. War das Viereck? Wo kriege ich denn das her? Safe ne. Doch, hier schon. Nein? Geh. Aber wir kommen doch sonst nicht weiter. Hier ist eine Brücke. Ja, hier ist eine, aber die haben... Steppe noch mal nach unten. Und guck mich mal kurz um, bis ich was finde. Also. Das ist ja jetzt schon ein bisschen Scam. Oder? Oder bin ich einfach nochmal wieder komplett blöd und... sehe wieder mal die einfachsten Dinge. Hier ist obviously nur das Rätsel. Aber dahinter, da ist doch auch was, oder nicht? Voll falsch gesehen. Ich guck mich mal kurz um und wir hören gleich wieder voneinander. Ja, vielleicht hätte ich hier mal leuchten sollen. Und da ist es auch, okay. Hätte auch sein können, dass es eine Kiste ist, die ein Rätsel, ein weiteres Rätsel birgt. Aber scheinbar nicht. Mein PC hat gerade einfach random angefangen zu schreien. Ich weiß nicht warum. Stop it. Hör auf damit.
Bin schon mit der Qualität runtergegangen, was ihr wahrscheinlich nicht merken werdet, aber bin ich. Okay. Wir sagen, wir laufen mal hier weiter. Oh, die Wurzel des Übels. Du hast tatsächlich auch ein Level in Luigi's Mansion 2, aber ist ja auch egal. Siege Finsterzeit Pfahlwurzel. Hallo, ich will euch ja nicht sagen, was ihr zu tun habt, aber ihr müsst diese Finsterzeit Pfahlwurzel zerstören, um herunterzukommen. Judge me later for meinen französischen Akzent. Wenn ihr alle drei Schwachpunkte gleichzeitig anvisiert, könnt ihr die Dinger auf den Grund gehen. Oh mon Dieu, fast hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Wenn ihr gewinnt, kann ich mit euch diesen Ort verlassen. Ich kann es kaum erwarten. Okay, ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil das so small aussieht. Also for real. Irgendwie habe ich mir das anders... Ratatata, die Gang ist da. Komischen Hasenschweine sind so maximal weird und machen mir Angst. Also ich meine halt einfach dieses Geräusch, dieses... Einfach... Okay, ja. Ja, du kriegst mich. Aber ich krieg das Ding. Und jetzt will ich wissen, was passiert. Ja. I see. Das hat mir irgendwie nicht den gewünschten Effekt gegeben. Also. Erstmal alles, was sich in meiner Bewegung bewegt, in meinem Radius bewegt, wird komplett aus dem Leben gezündet. Ihr macht einen Abflug. Ja, der da hinten könnte tatsächlich noch überleben. Weshalb wir erstmal noch ein paar Geister hinschicken. Zack, zack. Wundervoll. Wundervoll. Machen echt gut Damage. Sind sogar down. Wie krass. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich machen muss, weswegen ich den Zug mal abgebe. Wie passieren kann ja nichts. Klar, das Portal spawnt. Viel passieren kann ja nichts. Es Ich hab's verstanden. Okay. Aber was ist... Also... Was soll ich hier machen? Ach, ich muss nur Runden überleben? For real jetzt? Boah, das ist jetzt aber ein bisschen lame, hätte ich gesagt, actually. Runden überleben. Bah, ekelhaft. Komm, da gibt's so einen schönen, komm, richtigen Damage hier rein. Tegen. Shazam. Mir egal. Weil du bist down. Dieses Gesicht kommt sowas von nicht aufs Thumbnail. Strong. That's everything that happens. Oh, wheel. Ich stelle mich mal so hin, dass was auch immer da rauskommt, mich nicht von Anfang an reachen kann. Also wenn es jetzt so ein Claudius ist, dass er nicht instant zu mir rennt. Und ich gucke trotzdem mal, was rauskommt. Ja, ich wusste es. Zwei? Ja. Aber der erreicht mich. Oh, der erreicht mich. Not so nice. Nee, ich muss die leinen. Also. Ihr müsst beide in diese Richtung hier kommen. Damit ich euch einen doppelten zünden kann. Komm. Da riecht... Oh mein Gott. Also so viele kritisch auf einem Mal noch nie gehabt. So, da throwen wir dich noch rein. Schöner doppelter Schaden. Minus eins. Ja, minus one. Wer könnte das überleben? Ja, vielleicht jetzt nicht mehr.
erstmal so Vor-Damage machen. Zu gucken, mit wie viel Damage wir hier gleich rausgehen. Ey, der tut mir so leid, der Boy. Der kann es halt immer noch überleben, gell? Wenn er es überlebt, dann zünde ich den Pyroklast. Kann ich dann nicht mehr. Er überlebt es. Er überlebt es nicht. Er überlebt es. Hm. Er überlebt es nicht. Ich bin vorbereitet. Ich bin Sherlock Holmes. Er run and only. Ja, und jetzt kann es sein, dass wir... Oh, aber... Hier schön Schutz. 30%, ich glaube, für 2 Runden oder so, weil wir den ja schon sehr krass geskillt haben. Da kommt jetzt wahrscheinlich nochmal so einer raus. Ja, ja, dachte ich mir schon. Können tut er eigentlich nichts. Hasse gespuckt das Wasser. Deswegen er hier eigentlich jetzt nicht allzu schwer werden sollte für uns. Bitte nicht Rosalina den schon direkt rausnehmen. Könnte sie. Mit Luck schon. Komm. Jetzt zack, zack. Und ja. Ich habe keine Ahnung, ob das Timing was bringt, aber wichtig. Nee, Bowser, du hast das Vergnügen. Darfst jetzt. Das war's. Krasser Kampf. Zu schwer, muss ich ehrlich sagen. Warum kann ich meine dumme Klappe nicht? Okay, weiter geht's. Besiege Finsterzeitwurzel. Ach, wir haben jetzt 3 von den großen. I see. Ja, das heißt, wir konzentrieren uns auf 1. Ja, wir machen 1 nach dem anderen, habe ich gehört. Wir shazammen in diese Richtung. Oh, bitte, bitte, bitte noch ein Stück Zentimeter. Ja. Bowie kann noch ein Stück bekommen. Mit ihr mache ich einen Double Dash auf ihn hier und ignoriere ihn Ich krieg dich. Könnte jetzt ihn hier machen, gell? Will treffen. Warum Hit? Also for real, warum hitte ich die Kugel nicht? Ich teste mal aus. Hier! Das macht keinen Sinn. Ich hab dich schon mit Bowser beschossen. Nein, hab ich nicht. Hä? Auf jeden Fall sind jetzt beide raus. Aber warum habe ich jetzt mit Rebella das Ding nicht getroffen? Oh, wie cool, da wird sogar alles heller. Oh, wie cool. Ja, wenn ihr Bowser angreift, kriegt ihr es zurück. Soll ich noch einen Schutz draufballern? 45% weniger Schaden. Wie viele Gegner sind auf dem Feld? Nicht viele. Sag ich, wie es ist. Wir geben den Zug ab. Oh, den habe ich tatsächlich gar nicht. Doch, den habe ich gesehen. Doch, das ist der. Ja. Sehr gut. Also eigentlich nicht, aber gut, dass wir weiter vorgelaufen sind. Ja, Rabbit Rosalina leidet. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Wir können ja so ein 50% Heilung zünden. Ja, der funktioniert auch. That's not bad at all. Wundervoll. Strategisch überlegen jetzt, wichtig. Jetzt Bowie dahin. Teamsprung. Weit, so weit wie es geht, nach hier vorne. Wichtig. Mit Rebella hier hinstellen, um Bowser abzuholen. Bowser fliegt nach oben und macht seine Stampfattacke.
Wunderbar. Mit Rebella gibt es natürlich auch noch einen Jump. War nach hier hinten. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Jetzt kann ich beide... Das macht so gar keinen Sinn. Mit Rabbit Rosalina. Ja, schießen wir auf das hier. Ratatatatata. Garnisch-Sprungplattform. Und mit Bowie nehmen wir die zwei hier raus, weil der unten kriegt dadurch auch noch Schaden. Ach, das fühlt sich super an, Guys. Das fühlt sich echt super. Wenn er sich bewegt, ist er halt selber schuld. Er kriegt 160% Schaden reingedrückt. Das ist not bad. Dann wären wir auch schon mal im letzten Bereich. Ob es wirklich der letzte Bereich ist, bezweifle ich langsam. Aber nun gut. Wir wollen hier keine Vorurteile ziehen. Rabbit Rosalina hat sich geheilt. Die ist gut mit dabei. Der Kollege läuft auch hier so ein bisschen lang. Meine Monitore wackeln ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Das soll mich aber nicht daran... Das soll mich erstmal nicht stören. Oh mein Gott, Leute. Heute ist tatsächlich... Vieles bei Frustra Factor 5 passiert. Ich weiß, das Video kommt viel später raus, aber heute sind viele spannende Dinge passiert. Ja, ich richtig. Ja, der Typ hat sich nicht bewegt. Cool. Wir müssen ja nach da hinten. Ich krieg dich. Ich sag's, wie es ist. Diese Runde wird sich ein bisschen auf Gegner konzentriert. Vor allen Dingen auf so krasse Gegner wie ihn hier. Also in Anführungszeichen krasse, die halt zum Beispiel von Effekten nicht getroffen werden können. Rebella macht immer noch mehr Flächenschaden als wirklich dem Einzelnen. Aber deswegen ist sie auch tatsächlich im Team. Bowser trifft irgendwie nicht so gut. Wir schießen auf ihn hier hinten. Nee, komm, die behalten wir uns noch auf. Wir gucken mal, was passiert. Boah, ey, wie rot das aussieht in der Kamera. Krass. Das ist nicht wirklich so rot. Das ist die falsche Richtung. Schlimm. Joa. Sag's, wie es ist. Touché. Der Zug war strong. Ach, Mann. Aber das ist nicht so schlimm. Weil wir können ja mit... Rabbit... Rosalina... Ja. Wir könnten so noch viel, viel mehr Distanz mit dir rausholen. Warte. Wir machen mit allen den Flug. Weil wir über den Flug noch einen Teamjump machen können. Und ein Teamjump halt nachher so viel mehr wert ist. Hoch mit dir. Nein, ich wollte... Hier runter, genau. Erstmal mit allen hier runter. Und dann halt eine schlaue Platzierung finden. Wen schickt man wohin? Also Rebella fliegt da lang. Rebella versucht sich hier. Treffe ich nicht. Treffe ich ebenfalls nicht. Treffe ich. Das möchte ich bitte mit einem Update behoben haben. Okay, das heißt aber, dass... Rabbit Rosalina jetzt echt weit fliegen können muss. Das heißt, wir holen die maximale Distanz mit ihr raus. Fliegen. Weiter. Okay, das reicht. Kann ich dashen?
Weiß aber auch nicht warum. Zack, 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 zack. Ja, wir haben sogar schon gewonnen. Also, wir wollen ja nicht zu voreilig sein, aber theoretisch haben wir gewonnen. Theoretisch. Einen gereinigten Finsterzeit-Energiekristall haben wir mal wieder erhalten. Bisschen KP, EP, Erfahrungspunkte, 140 Münzen, 250 Sternteile. Das sieht doch nicht schlecht aus. Hier sieht das Wasser jetzt wieder krass aus. Wir haben jetzt genug gereinigte Finsterzeit-Energie, um einen neuen Warp-Tunnel zu erzeugen und nach Terra Flora zu reisen. Wir sollten uns jedoch Zeit nehmen, uns erneut mit Tristan zu treffen. Auch wenn Prima Paletti jetzt von Finsterzeit-Tentakeln befreit ist, hat er unsere Hilfe dringend nötig. Das war tatsächlich auch mein Plan, dass wir, bevor wir in die nächste Welt steppen, erstmal Backtracking von Welt 2 und Welt 3 noch ein bisschen. Ist wichtig. Boah, wir haben sogar noch einen Stufenaufstieg gegained. Natürlich steppen wir, bevor wir hier groß irgendwie weitermachen, in Welt 4 nochmal in Welt 2. Und gucken, was wir jetzt mit unserer neuen Fähigkeit, mit diesem Licht zum Beispiel, in Welt 2, beziehungsweise, glaube ich, sogar in Welt 1 anstellen können. Das heißt, dazu wird es einfach zwei Videos geben. Hört euch nicht. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr heute aufnehmen. Aber wir können ja mal so in Richtung nach da hinten gehen. Ich nehme noch das Geld mit. Dann laufen wir doch mal zu Tristan. Heißt ich sehr Tristan? Bin sehr gut in Namen merken. Lass jetzt ein Like und ein Abo da. Ach ja, reden wir nicht drüber. Namen sind echt nicht so meine Stärke. Ich gestehe. So. Bisschen runter. So, wo kommen wir raus? Wieder hier hinten. Die Frage ist, das ist ein neuer Weg. Ich glaube, der bringt uns schneller zurück als der andere Weg. Ja. Da gibt es noch ein paar Coins zum Mitnehmen. Coins haben wir genug. Ich werde auf jeden Fall im Shop nochmal ein paar Pilze etc. holen. Mich bis zum nächsten Mal dann auf jeden Fall noch in den Skilltree reinlesen, ein bisschen reingrinden. Ja. Jetzt lass uns doch mal bis dann. Ach, guck mal. Hier kommen wir also raus. Hier zum Beispiel dieser gesamte Bereich hier hinten. Ja, seht ihr das? Hier waren wir noch gar nicht. Da sollten wir nach Möglichkeit vielleicht mal vorbeischauen. Nee, warte, das ist sogar hier ein neuer Bereich, wo wir jetzt gerade sind. Ja, ja. Das sehe ich doch. Oh, warte, wir nehmen noch die hier mit. Das Talle. Und hier sieht das Wasser jetzt wieder nicht so schön aus. Ja, egal. Hier haben wir einen Secret-Bereich, den wir natürlich freikaufen werden. Ich frage mich nur, wo wir jetzt am besten lang müssen. Nein. Weil wir kommen da vorne erst durch, wenn wir hier ein Dreieck hingebracht haben. Und ein Dreieck, muss ich sagen, habe ich hier tatsächlich nicht. Also entweder laufe ich den ganzen Weg nochmal random zurück. Oder ich mache diesen Kampf da vorne. Es scheint, wir machen diesen Kampf da vorne. Das Übel vom See. Wir sind Stufe 23, deswegen sollte das erstmal kein Problem für uns werden, uns dieser Aufgabe entgegenzustellen, wie ein edler, tapferer Held. Okay, wir machen einfach weiter. Oh, okay. Es ist auch nur ein Erreiche, das ist in maximal 3 Zügen ist das durch. Wenn es länger dauert, traurig. Ah, da drüben wäre was zum Runterfallen gewesen. So, hier werfen wir einmal rein.
Da kriegt ihr ein bisschen Damage. Ich überlege gerade, ob es sich mehr lohnt, auf den Lehrer zu schießen. Den ich gar nicht erreichen kann von da. Ja, das freut mich. Natürlich. Ungemein. Dann schießen wir doch auf den Kollegen. Ist down. Kann Bowser eigentlich irgendwas hier hinten machen? Doch, er kann mal so ein paar Robo-Koopas vorschicken. Mal gucken, ob die irgendwen erreichen, bevor wir das Ziel erreichen. Skippen kann man die leider nicht. Finde ich jetzt nicht. Aber okay. Heute wieder eine längere Folge, es tut mir leid. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Manche freuen sich über längere Folgen, andere denken sich, boah, 30 Minuten bist du bescheuert. Ist halt Ansichtssache. Bisschen Schutz. Warum nicht Schutz noch zünden? Bringt nichts, wir gehen den Zug ab und gucken, was unsere Geschner machen. Na los. Da müssen wir aufpassen, Leute, da sind sie. Die drei Gumbas von Gumbarianien. Ja, ja, ist wichtig. Hier im Hintergrund läuft so viel von Razer, von meinen Kopfhörern. Dabei habe ich dafür nie Software installiert. Scheinbar aber schon. Tastatur ist es nicht. Maus ist es auch nicht. Es sind nur die Kopfhörer. Dafür laufen gerade 4 Apps im Hintergrund. Krass. Didn't know that. Schönen Tag noch. Oh, jetzt kriegst du nochmal einen Double Dash. Bist sogar down. Viel zu leicht. Ich glaube, der Weg ist so kürzer. Und jetzt halt hoffen. Jetzt halt hoffen. Komm schon. Let's go. Ich hätte noch schießen sollen, ja. Egal, wir sind im Ziel. Ein bisschen Erfahrungspunkte haben wir gegained. Das ist doch wundervoll. Und dann an der Stelle verabschiede ich mich dann auch von euch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Abonniert den Channel, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht mehr. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Ich wünsche euch noch was. Ciao, ciao, Leute.